hab dir die Munition weggenommen, ne? Das ist es. Ich hab dir die Munition geklaut. Deshalb machst du nichts. Hä? Ja, gib mir mal die Struktur, das ist irgendwie wichtig. Da ist ein cooler Helm dran. Hier ist wieder irgendwie so eine Dusche. Ah, was gibt's hier? Warte, ich muss drüber nachdenken. Wenn ich... Ja... Ja gut, bleibt ja dann eh nichts anderes übrig, als das so zu machen, ne? Ist ja klar. Status geschlossen, öffnen. Abgeschlossen. Gut, ich habe irgendeine Tür aufgemacht. Nimm Trauma-Pack, nimm Medipack. Nimm Pack. Backpack. Den Schraubenzieher brauche ich jetzt wahrscheinlich eher weniger. Aber Klebeband und Tacker wäre schön. Da hätte ich Freude dran. Oh. Dietrichs medizinischer Injektor, ne? Weiß ich nicht, ob ich. Tablettenfläschchen, ob mir ein medizinischer Injektor jetzt das bringt, was ich glaube, was er mir bringen soll, will, kann, darf. Hey, wir laufen erstmal hier hinten lang. So, Moment, jetzt. Ah, okay, da unten bin ich hingefahren. Wenn ich jetzt hier hochlaufe, ist schlecht. Okay. Wir folgen mal der ganzen Geschichte. Und zwar haben wir hier was erschossen. Ah, ich muss erstmal die Tür aufmachen. So ist nämlich der Plan. So, das ist schön. Ja, ja, ciao. Irgendwas schießt hier auf mich. Hier fliegen Granaten. Ciao. Oh, was ist... Ja, ist doch gut, Frau Morgan. Er ist tot. Irgendwie weiß ich auch nicht. Ja? Wer genau ist denn tot? Du läufst da mit dem Messer rum. Ich glaube nicht, dass du irgendwen bedrohen kannst. So richtig. Machen wir hier auf. Musik ist äußerst spannend. Ah, Spannung ist vorbei. Nee, du solltest eigentlich das Essen mitnehmen. Anzug für Navigator, Helm, Tracker-Allianz, Forschungslabor, das ist toll. Hier gibt's Schrimps-Essenspaket. Ja, Schrimps-Essenspaketen ist mal weit vorn. Ja, ich habe meinen Freund Willbilly mitgenommen. Wir gehen mal weiter. Ich habe keine Ahnung, wohin. Also wahrscheinlich die Treppe runter. Das könnte jetzt der naheliegendste Punkt sein. Weiß ich aber nicht, fühle ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Einen Augenblick bitte, ich muss das überprüfen. Hä? Soll ich da jetzt in den Abgrund stürzen oder was? Das erscheint mir jetzt irgendwie ein kleines bisschen unwahrscheinlich. Aber halt auch nicht so unwahrscheinlich, dass ich es nicht in Erwägung ziehen würde. Ich speichere mal. Bevor ich jetzt gleich irgendwo runterspringe und sterbe, weil es falsch war. Okay, hier bin ich. Hier ist nur Forschung. Und so ein Kram. Hier waren Viechers. Hier kann ich Kobalt abbauen. Und wenn ich jetzt hier runterhüppe, dann bin ich unten angekommen. Was Nützliches gefunden? Und dann liegt da was rum, was kaputt ist. Und dann sitze ich hier und höre Viecher. Ich höre Viecher. Aber hier bin ich falsch, ne? Hier bin ich definitiv falsch. Aber auch nicht so falsch, dass ich sagen würde, ganz falsch. Warte mal, ich sehe auch so wenig. Das ist...
Hä? Jetzt ab. Hier ist nichts, ne? Da ist abgestürzt. Halt kurz. Bin ich hier auf einer anderen Seite? Ich denke schon. Bin aber auch selber ein bisschen unschlüssig gerade. Dietrich Set. Die Granaten mit. Oh. Junge, Junge. Immer diese Granaten. So, dann gehen wir mal hier runter. Hier um die Kurve. Hier gibt es ein Medipack. Waffenkoffer. Aha. Boah. Herr im Himmel. Das ist doch nichts für meine alten Nerven hier. Oh, Waffe wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Das war nicht mein Plan. Aber egal. Gibt's hier noch was? Ah, hier gibt es eine ganze Menge. Nehmen wir alles mit. Muss ich jetzt Fahrstuhl fahren? Gut. Hat sich meine Alte eigentlich das Leben genommen? Oder was ist mit der passiert? Ich verstehe das nicht so richtig. Ist mir nicht so richtig klar. Naja, ist auch egal. Ach, du Heiland. Ich hege irgendwie das Gefühl, hier unten ist gut was los. Scheiße. Da weg. Bin mir unsicher, wo ich hin muss. Komm schon. Ja, ich... Oh, Sekunde. Den da oben habe ich nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall hart, die Teile. So, lass mal kurz hier gucken. Hier ist nichts. Auch auf jeden Fall ein bisschen... Ich weiß doch gar nicht, was du von mir willst, du blöde Nuss. Irgendwas wirft hier Granaten. So. Haben wir das Mining-Geschütz haben wir jetzt auch. So, warte kurz. Ich weiß gar nicht, schreit die mich an oder schreit die wen anders? Jetzt hier hoch, das dürfte vielleicht der richtige Weg sein. Wir nehmen alles mit, was wir unterwegs finden, das ist ja klar. Inklusive Kobalt. Systeme, Versager.
keinen Schrott mit. Doch. Schrott ist meine Spezialität. Gut. Die hat eine ganz schön dicke Wumme am Start. Ja, entspannt euch doch mal. Bist du das eigentlich, die die ganze Zeit diese Granaten wirft? So. Also, worauf wartest du? Bring's zu Ende. Ich bin nicht hier, um dich zu töten. Das sagst du jetzt. Aber so wird es vermutlich enden. Ja. Wie wär's, wenn ich es uns beiden ganz einfach mache? Ich habe vielleicht noch ein paar Wochen und die verbringe ich nicht im Knast. Wenn du mich hier und jetzt töten willst, schön, bring's hinter dich. Das Leben hat mich schon genug gequält. Aber wenn du mich nach meinen Bedingungen sterben lassen willst, dann geh. Ich gehe erst, wenn ich die Infos über die Fürst bekommen habe. Wie wäre es mit einem Test? Man weiß ja, dass Ranger gut mit der Waffe umgehen können. Aber hier ist mal eine Herausforderung für dein Hirn. Wenn du diese verschlüsselte Slate knacken kannst, erfährst du was Nützliches. Und jetzt verschwinde. Und lass mich in Frieden. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Oh, was ist denn das? Status, Geschützsignal. Naja. Kein Signal. Das liegt vielleicht daran, dass ich ihn abgeschossen habe. Ah, okay. Da kann ich gleich dann raus. Ich wollte erst noch mal kurz gucken, ob ich hier irgendwas finde. Irgendwas Nützliches. Klo. Das ist nicht nützlich. Ihr Dietrich-Set, das ist nützlich. Weiß ich nicht, ob der medizinische Injektor mich jetzt so weiterbringt, aber zumindest gab's hier ein paar Sachen, die mir echt ein bisschen was bringen. So ein Dietrich-Set zum Beispiel, das ist eine ganz tolle Sache. Ja. Achso, sie setzt sich erstmal. Naja, dann mach ruhig. Ich fahre derweil mit dem Aufzug durch die Gegend. Ah, da kommt man dann raus. Okay. Ich muss da bestimmt wieder hochfahren, ne? Ich fürchte, das wird darauf rauslaufen, ne? Okay, irgendwie kommt mir das hier nicht so richtig bekannt vor. Okay, das hier ist irgendwie neu. Nimm mit. Nimm mit, was du kriegen kannst. Hier liegen Roboterteile rum. Ist interessant. Ah, hier. Milch, Sellerie. Hier stehen ganz viele von den Viechern. Reduzdichtmittel. Wir haben, wie hat man früher gesagt, den Jackpot erwischt. Findste? Ich weiß ja nicht. Bin mir da unsicher, ob das als Jackpot gilt hier. Ist doch alles nur dämlicher Bums. Ich meine, klar, das könntest du alles mitnehmen, wärst du ja echt ein bisschen Geld verdient mit, aber. Ach, das ist schon wieder ein Fahrstuhl. Ich mag Fahrstühle. Ach, guck an. Ja. Das hat die ganze Sache natürlich deutlich leichter gemacht. Moment, ich muss hier irgendwo einen Knopf drücken. Aber mit der Klinik hier, da geht nichts, ne? Das ist, da ist nichts, ne? Nee. Gut. Ich muss zu Charat Shifting. Hier zum. Ah, ich weiß da auch nicht mehr, wie er heißt. Arma Charit. Ah, ich kann es mir nicht merken. Da muss ich auf jeden Fall hin, da muss ich meine Slate abgeben. Alex Shadid. So. Ah, wirklich. Kann mir den Namen von dem Kollegen
leider Gottes so gar nicht merken. Nee, nee. Ist nicht drin. Selbst wenn ich gern würde. Und ich würde ziemlich gern. So, auf zum Turm. Die Slate abgeben. Warte kurz. Wir könnten vielleicht noch ein paar Sachen verkaufen. Eine kalibrierte Mac-Puls. Oh, weiß ich nicht. Mach weg. Irgendwie fehlt mir mein... Irgendwie fehlt mir was. Ah, ich habe einen Entdeckerhelm. Sekunde. Den wollte ich gerne aufsetzen, auch wenn ich den super hässlich finde. Werfbare Items, ja. Nicht, dass ich werfbare Items total lästig finde, aber ich finde werfbare Items total lästig. Whiskyglas. Gut. Einmal neu beladen die Waffe bitte. Bisschen Munition wäre irgendwie ganz gut, ne? Oh nein. Ich habe das Gefühl, ich habe meine Pistole verloren. Hä? Das war die Dead Eye, die ist auf der 6. Echt jetzt? Ah, gut. Die mag ich nämlich gerne. Den Rest dürfte meine Tante mit sich rumtragen. Da wären wir dann... Ich muss dann halt mal gucken, dass ich das irgendwo auch noch kriege. Oh, größere Frachtraum, das ist es. Ich frage mich übrigens, ob er irgendwann was geregelt kriegt von dem Schiss, den ich ihm da bringe. Ja, egal, ich habe keine Zeit. Ich muss zum Sharif. Shadid. Sharif Shadid. Alex. Komm her. Deputy? Helga sagt, ich verbringe zu viel Zeit am Terminal. Das stimmt vermutlich. Ja. Hey Deputy, wie läuft die Jagd nach der First? Ich hab hier soweit so gut. Es ist mühsam. Gut, gut. Wenn du mich fragst, haben sie keine Chance. Das glaube ich auch nicht. Du bist wie ein Ashter, der langsam durch das hohe Gras schleicht und auf den richtigen Augenblick wartet. Und dann, boom, sind sie erledigt. Hast du noch mehr verschlüsselte Slates gefunden? Ich stehe nämlich ganz kurz vorm Ziel. Ja, ich hab was. Hier, da. Viel Spaß. Oh, komm zu Daddy, du süßes kleines Speichermedium, du. Geh wieder auf die Jagd und überlass den Rest mir, Deputy. Ich bin mir nicht sicher, aber... Sekunde, wir müssen jetzt hier was mit Außenposten machen. Außenposten, wo ist denn das? Ist das hier das? Verwaltung. Aha, Moment, dann darüber. Außenpostentechnik, Anzugdesign. Oh, 5 verschiedene Außenpostenmodule. Ah, okay, das muss ich erst noch machen. Das ist ja auch beschissen. Was ist denn jetzt? Passiert jetzt hier irgendwas? Was kann ich denn hier machen? Letzte Nachricht, aktuelle Testergebnisse. An Helga Dubray von Mark Cartwright, aktuelles Testergebnis. Helga, es gibt gute und schlechte Nachrichten. Zuerst die guten, deine Reha verläuft ausgezeichnet, sogar besser als geplant, also mach weiter so. Leider kann ich dich immer noch nicht wieder für den Einsatz zulassen. Ich weiß, das wolltest du nicht hören, aber es könnte immer noch Rückschlägen oder Komplikationen kommen. Falls das geschieht, will ich anwesend sein. Mach also weiter so und hab etwas Geduld. Alles deutet darauf hin, dass du früher als gedacht wieder einsatzbereit bist. An alle Ranger von Daniel Blake. Neues Syndikat aktiv? Ich möchte, dass ihr alle eure Augen und Ohren offen haltet. Berichte der Security sowohl hier als auch in Neon zeigen einen beunruhigenden Trend. Scheinbar ist der Schmuggel wieder groß im Kommen und es ist mehr als eine Fraktion involviert. Sieht aus, als könnten wir es mit einem neuen Akteur zu tun haben, der sich hier niederlassen will. Wahrscheinlich wird es einige Konflikte zwischen den Fraktionen geben, die sich ausweiten und Unschuldige in Gefahr bringen könnten.
Gebt mir sofort Bescheid, falls ihr irgendetwas Nützliches mitbekommt. Autumn ermittelt in der Sache schon, allerdings sind die Spuren bislang rar gesät. Helga de Bray, Diego Monroe. Hab gehört, dass du endlich wieder auf den Beinen bist. Was heißt es? Wie heißt es noch? Was dich nicht umbringt? Übertreib es erstmal nicht. Die Reha kann einen verrückt machen, glaub mir. Falls du mal Dampf ablassen musst, bin ich für dich da. Wir können auf der Mauer ein paar Äschter wegballern oder bei einem Bier über den Marshall lästern. Was immer du willst. Gute Besserung, Hermanita. Aha. Einmal Wilcox. Noch ein Fehlalarm. Nur damit das klar ist, der Bericht über die Farm auf Polvo hat sich als weiterer Fehlalarm herausgestellt. Laut der dortigen Security haben sie nachgesehen und der Mann, mit dem sie geredet haben, meinte, alles wäre in Ordnung. Seltsamerweise kam der ursprüngliche Ruf von einer Frau, als die Security mit ihr reden wollte, hatte sie laut dem Mann angeblich den Planeten verlassen, um ihre Familie zu besuchen. Normalerweise würde ich mir darüber keine Gedanken machen, aber vor einem Monat habe ich einen ähnlichen Bericht gelesen. Der Ruf war von einem älteren Mann reingekommen, allerdings traf die Security niemanden, der so alt war, und als sie nach ihm fragte, hieß es, er hätte sich Urlaub genommen. Klar, vielleicht ist es nichts, aber falls jemand was von Problemen auf einer Farm hört, gebt mir Bescheid. Es könnte nicht schaden, mal nachzusehen. Oh, Moment, da war noch ein persönliches Tagebuch. 6. Mai 2330. Was muss ich mir auch Hoffnungen machen? Ich war schon wieder bereit für den Einsatz, doch die Ärzte will es nicht bewilligen. Mir geht es gut, die Schmerzen sind weg und meine Lunge verträgt die Arbeit. Im Grunde fliege ich ja nur durch die Gegend und rede mit Leuten. Es war schlimm genug, ans Bett gefesselt zu sein, doch zum Ende hin ist die Warterei noch schlimmer. Mir fällt hier langsam die Decke auf den Kopf. Der armen Ärztin reicht es sicher mit mir. Ich muss nur noch ein bisschen länger durchhalten. 4. Mai 2323. Ich kann nicht aufhören zu grinsen. Warum? Mir ist klar, dass ich Selbstgespräche führe, aber die Freude habe ich mir verdient. Weil Lea zugestimmt hat, mit Alex auszugehen. Endlich trägt meine monatelange Planung Früchte. Liebe liegt in der Luft. Wenn es mit den beiden klappt, bitte ich sie, eines ihrer Kinder nach mir zu benennen. Obwohl, bei einem Jungen wird das schwierig. Wie wäre es mit einem ähnlich klingenden Namen wie Helgo oder Hellborg? Nein, doch keine gute Idee. 20. April? Oh, warte mal, das oben war... Ah, alles klar, das ist verkehrt rum. Ich lese es in die falsche Richtung. Es gibt Momente, in denen das Leben an einem vorbeizieht. Bei mir geschah das etwa 3 Sekunden vor meiner Bruchlandung. Ich wusste nicht, ob ich überleben würde. Die Chancen standen 50-50. Ich verspürte diese überwältigende Dankbarkeit für diesen Job, für die anderen Ranger und für jeden Zentimeter dieser hässlichen, stinkenden, wundervollen Stadt, die ich mein Zuhause nenne. Das Gefühl will ich niemals verlieren. Mein neues Lebensziel ist, mit einem Lächeln auf den Lippen zu sterben.